Aufnahme läuft. Hier ein weiterer Hüpfer. Weiter geht's nach Banglong, die Metropole Nepals für Steine und so Zeug. Komischerweise hat sich der Flughafen verändert. Wir sitzen jetzt plötzlich hier irgendwo auf einem Grasstreifen, während der Flughafen, auf dem wir ursprünglich gelandet sind, irgendwie ein paar Kilometer weiter östlich liegt. Naja, wir wollen so komplizierte Dinge nicht weiter hinterfragen. Vielleicht bin ich auch auf dem falschen Flughafen gelandet, sowas kommt ja auch schon vor. Ich würde vorschlagen, ich schieb doch hier so ein paar Hebeln rum, experimentiere ein bisschen und dann fahren wir einfach erstmal los, weil besser ist das. Ah, krass, so rutschig hier und so grün vor allen Dingen. Oh, kann man ja gar nicht gegen ansteuern. Oh. So, jetzt bloß hoch hier vom Boden. Hui, ei. Junge. Wasser, das war aber nicht ungefährlich. Da setze ich mich doch gerade aufrecht hin. Hui, ei. So, dann kommt es mal ein bisschen in den Fahrt, Liesel. Richtung haben wir schon mal einschlagen, die ist irgendwo da lang. Wir wollen aber nicht da lang, wir wollen nach Danglang. Danglang. Ah, Berge. Wie schön. Na schön. Wir fliegen ja in einer Sportmaschine, die ich eigentlich ausgesucht habe. Nicht so sehr wegen ihrer fantastischen Flugeigenschaften. Sofern sie die haben sollte, kann ich noch nicht beurteilen. Und vor allen Dingen, weil sie eine sehr schöne Glaskuppel hat. Also die Trimmung mal ein bisschen gegenstellen hier. Ein gutes Stück. Der geht ja gewaltig zur Seite. Ja, ist schon besser. Jetzt kommt so allmählich hier in Wallung. So, sie hat eine sehr schöne Glaskuppel, da kann man alle Seiten gucken. Das ist doch schön. Das sieht aber komisch aus, das Gelände, so blass. Vielleicht wohnen da blasse Menschen oder es gibt Rechtecknebel. Da sieht es halbwegs normal aus. Nun ja. Immerhin, wir haben hier ein Garmin-Gerät drin, das heißt also wenigstens über welche Richtung wir müssen. Über die blassen Berge müssen wir fliegen. Ja, es sind doch leider immerhin so um die 70 Meilen. So ein ganzes Ende. Deswegen habe ich doch ein Gerät rausgesucht, das einigermaßen flott zu fliegen in der Lage ist. Wollte mal ausnahmsweise nicht auf die ansonsten mir sehr zugetane und sehr zuverlässige Kinga zurückgreifen. Sondern irgendwas, was ganz wenig A- und B-Holme und C-Holme hat, dass man also viel gucken kann. Ich kann mich sogar rauslehnen hier nach unten. Jawohl, und kann rausgucken. Ah, hier weht das vielleicht. Ja, wir steigen noch. Ich muss mich immer an diese komischen Instrumente hier gewöhnen. Ah, was ist da? Meine Brille aufsetzen sollen, auch zum Fliegen. Ja doch. Also steigen tun wir schon noch. Das ist so als Balken dargestellt. Ich muss mich an diese Darstellung erstmal gewöhnen. Das ist wieder irgendwas Besonderes. Approaching altitude. Aha. Ich hatte offensichtlich irgendeine Altitude vorgegeben. Nun gut. Haben wir da unten, der Transponder ist ja schon mal viel bunter, dafür ist der Autopilot ein sehr durchschnittliches Durchschnittsmodell. Aber hier, das ist auch kein 1000er GPS, oder? Das ist doch was Besonderes. Mal gucken, ob ich das ranklicken kann. Ja, also das kennen wir ja, ne? Das ist in der Mitte. Da kann ich mich auch drauf verlassen, aber die Anzeigen halt, da muss man sich so ein bisschen gewöhnen und erstmal suchen, was ist denn eigentlich wo. Auf jeden Fall sind wir im grünen Bereich bei der Geschwindigkeit, das ist immer gut. Weil wir schaufeln im Moment noch gewaltig Höhe, das Ganze ohne Autopilot. Ja, viel steiler darf es aber nicht werden. Ist ja wieder Richtung, naja, geht so. Aber ich denke, wenn wir erstmal auf Höhe sind, dann wird das auch recht flott vorangehen mit der Mühle. Die macht man den Eindruck, als könnte sie schon ein bisschen was. Obwohl es ein Experimentalflugzeug ist. Sieht man da ja auch, ne? Da steht's ja.
Da steht's drin. Also da steht experimental. Das ist was ganz genau. Da hinten gibt's auch schöne Berge, das ist auch hübsch. Und da steht irgendwas von wegen, dieses Flugzeug besteht im Wesentlichen aus Testteilen, die von Hand von irgendwelchen unterbezahlten Importarbeitern zusammengeklöppelt wurde. Toi, toi, toi. Autopilot engage. Nav. Landung ist auch schon eingeschaltet. Müsste ich ihn erst hier aktivieren? Autopilot disconnect. Aha. Autopilot engage. Na also, geht doch. Oh Hölle, was für eine Technik. Da lehne ich mich doch erstmal in Ruhe zurück. Und genieße die Aussicht. Viel höher sollten wir auch nicht gehen, weil da wird es irgendwie... Nebelitsch. Ich nehme mal ein bisschen Leistung aus der Maschine raus, sonst wird es mir nur zu unnötig warm. Geschwindigkeit ist 153 Knoten, das ist ganz okay. Das sind 270, 180 Stundenkilometer werden das sein. Unter uns der Pöbel, der auf winkeligen, um nicht zu sagen rechtwinkeligen Landstraßen mit den Dromedaren unterwegs sein muss, während wir als Herren der Lüfte über Sälen hinweg schweben. Sonne ist heute leider nicht. Ne? Aber hätte schlimmer kommen können. Donnerwetter und Sturmgebraus hätte es auch geben können. Ja, jetzt schwenken wir ein auf die berühmte Linie. Gucken wir uns das nochmal in groß an. Ja, da kann man es sehr schön sehen. 60 Meilen ungefähr. Ich würde sagen, ich starte auch mal wieder das gar nicht vorhandene Bodenradar. Ach, muss ich das? Tasten sind hier nicht für billigt. Also muss ich das auf die Holzhammermethode machen. Na komm. So. Dann gucken wir mal. Ja, gehen wir auf Nummer sicher. Ja, das sieht doch soweit nochmal sehr gut aus eigentlich. Ja, dann jetzt das mittlere Dreieck, das meine Flugrichtung anzeigt, das hat immer so eine komische Nase zur Seite, das heißt, wir kriegen tüchtig Seitenwind. Ja, versuchte mal abzutreffen. Mal schauen, wie viele Seiten wir haben, das wird ja im Kartenmaterial dargestellt. 10 Knoten von fast Nord. Naja, aber das wird schon. Wir müssen landen bei 3300 Fuß, was haben wir jetzt? 7800, ne? Sollte reichen, wenn das nicht irgendwie so ein dämlicher Hügel in die Quere kommt, passt das auch. Ich schalte mal eben wieder das Bild weg. Geht das überhaupt? Nein, geht nicht. Wie wär's damit? Geht auch nicht. Nun gut, dann lehne ich mich nach vorne und gucke einfach aus meiner Goldfischkuppel rüber, ob das passt. Das Bodenradar sagt, ja klar, Dicke, das passt schon. Mach dir keine Sorgen, Alter. Ja. Heißt das denn auch wirklich? Und wieso fliegen wir nicht in die Richtung der roten Linie? Ah, weil ich auf V-Lock geschaltet habe. Na schön. Dann fliegen wir diesen Berg noch hinüber und dann schalte ich mal auf GPS um. Dann sollten wir auch in der richtigen Richtung fliegen.
Ah, wenigstens hier ist das Speichern der Flugsituation vorgesehen. So, über diese Klippe sind wir hinweg. Naja, so gut wie. Und dann... Ja, jetzt solltest du aber auch, lieber Flugzeug, auf GPS fliegen. Autopilot engage. Ja, sag bloß, ist das gute Stück vielleicht nur Show? Kann ich den jetzt lenken oder lenkt er gegen? Nee, er lenkt wieder zurück. Also er läuft schon auf irgendwas, was er für richtig hält. Schalten wir das Ding mal für einen Moment ab. Autopilot disconnect. Eine steile Kurve zur Seite. Peilen uns einen bestimmten Zielort an. Ups! Das Wetter ist besser geworden. Hey! Irgendjemand von euch hat seine Suppe aufgegessen. Brav. So, Autopilot. Autopilot engage. Nuff. Aha! Wieder höher aus, haben wir da auch bestimmte Vorgaben? Ja, den nimmt er sich so vor. Ja, das sieht doch jetzt alles schon mal etwas beruhigender aus. Kann man den auch wieder erstmal wegmachen hier? So. Ja, wenn man zwischendurch mal kurz so einen Schlag wegkriegt, das liegt daran, wenn er in der Nase bohrt und sich am Kopf kratzt und mit der Hand irgendwo vor diese IR-Tracker. Dann ist man für einen Moment besinnungslos sozusagen. Jetzt hinten aus, schönes Gepäcknetz. Das Sportgurte oder was soll das sein? Naja, schön. Ansonsten ist das so viel Revolutionäres eigentlich nicht drin verbaut. Aber geräumig ist es. Also in so einer normalen alten Sportmaschine, da ist das unglaublich eng drin. Wenn man sich da hinsetzen will, dann muss man aus den Seitentaschen noch die Taschenbücher rausnehmen, sonst passt man nicht in den Sitz. Fast wie bei der Lufthansa. Jetzt lach nicht, das habe ich schon erlebt. Das muss gewesen sein, 1988? 89? So mit Dreh, 88. Rückflug von Florida nach Bremen. Über Amsterdam ging das, glaube ich. Und dann wurde von Florida bis Amsterdam war, glaube ich, Hawaiian Air. Und von Amsterdam den Rest bis nach Bremen, dann mit Lufthansa. Und da wurden die Sitze sehr, sehr eng mit einmal. Da hatte ich wirklich so eine Bundeswehrhose an und aus Gewichtsgründen hatte ich die Taschenbücher in den Seitentaschen drin. Na, von wegen Handgepäck nicht so schwer und so. Ja, ich muss mich da rausnehmen, sonst hätte ich nie in den Sitz gepasst. Super. Und damals war ich schlank. So, was ist jetzt hier mit dem Autopiloten? Das sieht alles nicht glaubhaft aus, was du da machst. Das kaufe ich dir nicht ab, Alter. So, was haben wir denn da? Ja, ist doch richtig, ne? Tja, irgendwas. Irgendwas macht er ganz eigenartig. Aha. Geht wieder in die Richtung. Gut. Solange die richtige ist als die vorherige. Ein schöner Grat, über den wir fliegen. Über den wir hoffentlich fliegen und nicht gegen den wir fliegen, ne? Nicht durcheinander bringen. Hat nicht geschraddelt, also sind wir drüber. Aber die Richtung stimmt trotzdem nicht. Ich habe das Gefühl, dieser Autopilot wurde nachlässig eingebaut. Sehr merkwürdig. Und wenn ich auf dieses Multi-Dingsbums da in der Mitte gucke, auf Ruhe, war das jetzt bloß die Heimkehr zu so einer geliebten Linie, dass er sich jetzt reindreht? Sieht fast so aus, ne? Schnell mal wieder. Magie! Ihr habt das jetzt gar nicht gesehen. Jetzt seid ihr erfasst und gespeichert. Die Daten verkaufe ich jetzt an Facebook und werde reich. So, das kaufe ich ihm jetzt auch schon eher ab, was ich da sehe. Knopf. 41 Meilen, 12 Minuten,
Ja, das ist alles glaubhaft. 192 Knoten, das ist schon ordentlich. Das ist sogar recht ordentlich. Mit 192 Knoten kann ich leben. Ihr auch? Gut. Wenn nicht, auch egal. Ihr wird nicht gemault. Ich fliege. Die Berge hier vorne, das erinnert so ein bisschen an MASH 4077, ne? Ja, wenn ich mir die Passungen hier ansehe, ne, mit Kantenschutzband und dann zur Hexanhaube oder was das ist, da passt ein Finger gut zwischen. Wo ist eigentlich der Motor? Naja, gar nicht drüber nachdenken, wird schon gut gehen. Ja, ich hoffe, der Simulator denkt dran, dass ich freie Sicht haben muss, um landen zu können, ne? Man kommt sonst in Situationen, wo man sich sagt, Mensch, hätte ich doch bloß ein Terrain-Radar eingebaut. Aber man kann sich schön zurücklehnen. Sich das noch den Laptop nochmal anzuwerfen. Ja, 10 Minuten kommen, versuchen wir es ja mal. Das wäre leider ein bisschen schlecht, weil ich hier auf der Torte treffe, weil ich am Schrauben bin. Okay, ich schalte das Headtracking vielleicht besser so lange ab. Sonst fahre ich noch raus. Die Wolken beruhigen mich unten. Der Berg da vorne eigentlich auch. Ich glaube, ich schmeiß das Terrain oder da gleich mal wieder an. Weil lieber ein unnützes Fensterchen spazieren getragen, als zu zerschellen und dann neu gebootet zu werden. Wir sind fast 8000 Fuß hoch. Ist ja auch nicht wenig. Halbe Strecke haben wir erst. Erst der Steigevorgang auf Höhe, der bringt halt, der kostet unheimlich Kraft und Geschwindigkeit. So, wir waren beim Nepal, ne? Bla 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 bla. Ist auch alles relativ langweilig. Hochgebirgsregion, bla bla bla. Hochgebirgsregion ist ein Nahrungsmitteldefizit. Wichtigste Einnahmequelle ist der Tourismus. Es gibt bisher nur eine Stichstraße aus dem Süden, nämlich nach Yom Som und Muktinat. Allerdings noch nicht ausgebaut. Die einzige Straße, die das Hochgebirge in Nepal durchquert und somit auch die einzige Landverbindung Nepals nach China, ist der Amiko Rajmarg von Kathmandu nach Tibet. Sie ist jedoch seit Jahren wegen zahlreicher Erdrutsche auf tibetischer Seite schwer passierbar. Die über die Region verteilten zahlreichen Landepisten und Flugplätze stellen eine wichtige Verkehrsanbindung mit dem übrigen Landesteil dar. Die wichtigsten davon sind Yom Som, Chimikot, Dolpa und Lukla. Die Konsequenz, das Laufen zu Fuß. Wie im Mittelalter nach wie vor die wichtigste Fortbewegungsab. Tendenziell sind die Hochgebirgsregionen schlechter entwickelt als der Rest des Landes, wäre irgendwie überraschend. Insbesondere in den westlichen Teilen der Hochgebirgsregionen ist der Index der menschlichen Entwicklung deutlich geringer als im Landesdurchschnitt. Er war nur 15% von Hydrologie. Das heißt, regnet. Sehe ich was? Nee. Berge? Nein. Gut, kann man da lesen. Bevölkerung? Ethnisch und kulturell ein Minoritätenmosaik. Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja fast wie in Deutschland. Minoritätenmosaik. Bei der Volkszählung im Jahre 2001 wurden über 100 verschiedene ethnische Gruppen und Kasten sowie 124 verschiedene Sprachen und Dialekte gezählt. Doch auch wie in Deutschland im Grunde.
von denen die meisten vom Aussterben bedroht sind. Das ist genauso wie die Deutschen. Ich bin wieder lässt am Holen. Das nepalesische Kastensystem ist nach wie vor als gesellschaftliches Phänomen vorhanden, wenn auch die Regeln heute weniger strikt ausgelegt werden und die Diskriminierung einzelner Kasten mit der Verfassung von 1962, die von einer Hindu-Monarchie sprach, für unrechtmäßig erklärt wurde. Kastengrenzen sind teilweise durchlässig, ferner überschneiden sich die Kategorien ethnischer Zugehörigkeit und der Kasten oder hängen von den Perspektiven des Betrachters ab. Ich habe jetzt ein Kastenbild hier, ein Flickenteppich Sondershausen. In den Bergregionen ist alles noch ein bisschen mehr Inzucht als sonst wo. Ethnisches Mosaik, bla bla bla, hindu-arisch und tibeto-birmanischen Volksgruppen. Ich mache das nochmal langsam. Hindu-arischen und tibeto-birmanischen Volksgruppen. Viele der Volksgruppen sind Nachkommen von Flüchtlingen, wie in Deutschland, die sich einst nach Nepal zurückgezogen hatten. Beispielsweise wanderten die Sherpa ab dem Jahr 1500 nach Christus aus der chinesischen Provinz Sichuan aus dem Osten nach Nepal ein. Der Ursprung mancher Ethnie ist umstritten oder gar unbekannt, beispielsweise der Newa oder der Taru. Ja. Chitri 16%, Bahun 12%, Magar 7%, Taru 6%, Damang 5%, Newa 5% und Kami 4,8%. Wie beruhigend. Außerdem sind die Volksgruppen der Gurung, Sherpa, Limbu und Rai. Kompliziert. 64,6% der Gesamtbevölkerung sind unter Volkszählung von 2011 Nepali-Muttersprachler. Weitere wichtige Sprachen sind Maithili, Bhojpuri, Taru, Tamang, Newari und Bajika. Religion hebe ich jetzt gerade mal auf. Ich muss mal ein bisschen gucken, wo wir sind, was wir wollen und überhaupt. Ja, 5 Minuten in die Richtung. Dann stoßen wir gegen einen Berg. Können wir den Berg mal eben wegmachen? Nicht. Also da müssen wir wohl noch rüber, schätze ich, ne? Dann würde ich sagen, drücke ich hier mal ein Knöpfchen. Autopilot disconnect. Ah ja. Aber hübsch sieht's aus, muss man schon sagen. Also die Landebahn nebelfrei. Gar nicht gesehen. Das speichern. Weil besser ist das. Approaching altitude. Ja, schön, ich drehe mal so ein bisschen hier an der Trimmung. Trimmung einmal böse angeguckt und hui, gehen wir ab wie Schmitz Katze. War wohl noch nicht richtig eingenordet, das gute Stück.
So, aber das Bodenradar ist erstmal wieder befriedigt. Können wir wieder hoch zum Tal fliegen. Dahinter müsste doch an sich dann der Flughafen sein, oder? Da möchte ich doch mal folgendes, ich nehme Gas weg. Und dann fliegen wir um den Berg hier Kringel. Wie ich die erkenne, liegt das Landefeld wieder genau in der Approaching altitude. Richtung. Da ist jedenfalls nichts. Da ist jedenfalls auch nichts. Terrainradar kann eigentlich auch erstmal wieder weg, denke ich. Bergstraßen da manchmal, da sieht echt nach Arbeit aus. Das sind wahrscheinlich diese Kinder, die jeden Morgen dann erstmal 20 Meilen zur Schule laufen müssen. Oh, so da hinten schöne Berge. Sehr malerisch, als Postkarte. Meine Halluzinationen werden auch schwächer. Ich sehe jetzt die Wolken zwischendurch nur noch zeitweise. Wo soll da ein Flughafen sein? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das könnte noch interessant werden hier. Ja, ja, Wetterstürze, von sowas hört man ja öfter. Ich glaube, er holt sich irgendwie einmal pro halbe Stunde oder einmal pro Stunde holt er sich die Echtwetterdaten. Wenn sich dann was ändert, dann ändert sich was. Rapide sogar. Darum soll aber der Flughafen sein. Ich glaube, ich gehe mal sicherheitshalber ein bisschen mehr PS rein hier. Da drin? Oder dahinter? Hier dahinter, aber. Muss eigentlich dahinter sein, wa? Ansonsten wird das hier schon ganz schön eng. Das heißt, im Flughafen, da müssen wir fast drauf fliegen. Hier noch Furche? Ei, 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 ei. Meilen in dieser Richtung, also wir sind im Großen und Ganzen auf dem richtigen Wege.
Aber ich weiß ehrlich nicht, ob er das hier schafft. Ich glaube, da drehe ich nochmal eine Schleife, um Höhe zu gewinnen. Also die Geschwindigkeit. Verdammt eng. Ganz verdammt eng. Ich finde das alles sehr beunruhigend. Ich brauche jetzt mal eine vergrößerte Darstellung. Ich sehe sonst nichts. Er ist jetzt hinter uns, ne? Jetzt fliegt er mitten auf dem Berg oben drauf. Den finde ich doch nie. Also jetzt müssen wir gleich genau auf ihn zufliegen. So, jetzt müssen wir genau vor uns liegen. Da unten. Der Nebel her. Ich sehe mich gezwungen einzugreifen. Sorry, geht nicht anders. Oh. Das ist doch schon ein ganz anderer Schnack hier. Guck mal, da wohnen doch schon plötzlich Menschen. Und da ist noch die Piste, oder? Da unten das schiefe Ding. Wow. Da wäre ich ja 10-mal dran vorbeigeflogen. Jetzt bin ich über 200 Klamotten unterwegs, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, da ist er. Von dieser Seite werde ich übrigens. Ist das überhaupt oder ist das Golfplatz? Müsste eigentlich sein, ne? Graspiste! Da müssen wir auch keine Kantine geben, ne? Auf dem Terrain da habe ich auch lange nicht mehr so viel Rot gesehen. Eine brutale Kurve.
wenn es so weitergeht, lande ich einfach irgendwo. Wird schon passen. Da an der Seite ist die Piste. Ach du meine Güte. Eieieiei. Nun gut, kommen wir von der Seite an. Also wenn wir hier die Landung versemmeln, dann ist es gleich richtig. Eieieiei. Ah, noch viel zu kurz. Da war noch nie was. Schon wieder nicht. Wo sind sie denn? Da unten. So, Gas raus. Landeklappen rein. Oh, so grenzwertig hier mit den Landeklappen. Querstellen, bremsen, 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 bremsen. Und wenn ich mich total querstellen muss. Ui. Unfassbar, wir leben noch. Hätte ich nicht gedacht. Schalten wir mal eben wieder aufs Echtwetter zurück, damit wir auch Spaß dran haben. Damit wir diesen schönen A-B-Vergleich haben. Jetzt zieht er sich das Echtwetter runter. Ah ja, da haben wir es auch wieder. Das hier noch zur Piste oder ist das schon schlamm? Ganz sicher kann man da ja nicht sein. Da sehe ich eine Windhose. Dann muss hier auch offen strafen sein.
Ja. Hier keinen Clou gibt? Ah, da ist die Piste. Schon mal etwas. Dann muss man sich halt hinter den nächsten Busch hocken. Nächster Busch, das war ein Witz. Habt ihr es mitgekriegt? Eieieiei. Ja, ich würde sagen, hier oben sieht mich eh keiner. Danke ich euch fürs Mitfliegen und bestimmt wird die Etappe morgen viel weniger spannend, wenn wir Glück haben. Bis dann. Ach nee, Entschuldigung, ich zeige euch vorher noch mal eben das Bild hier. Meine Flugspur wird hier aufgezeichnet. Bin mal sehr gespannt, was man hier sieht, wenn man die ranzoomt. Ja, ne? Das Blaue sind wir. Das Blau gestrichelte. Ja, und so sieht es auf der Karte auf. Auf der Karte ist alles ganz toll. Naja, schön. Also, wie gesagt, vielen Dank. Verlauft euch nicht im Nebel und bis nächstes Mal.